Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Deborah, wie stehst du denn zu all dem, was aktuell passiert? Diese Frage nach meiner Meinung fällt in letzter Zeit sehr oft. Und ja, es macht mich jedes Mal aufs Neue traurig, wenn ich sehe, wie Menschen sich gegenseitig angreifen, nur weil sie anderer Meinung sind. In der Bibel steht, wir sollen zu mündigen Christen heranreifen. Der Begriff mündig bezieht sich auf die Fähigkeit einer Person, unabhängig zu denken, selbstständig und verantwortungsvoll Entscheidungen zu treffen. Das möchte Gott. Doch eine eigene Meinung zu haben bedeutet nicht, sie jedem und überall an den Kopf zu werfen. Weiter im Epheserbrief lesen wir, lebt so, wie Gott es von denen erwartet, die er zu seinen Kindern berufen hat. Im gleichen Kapitel, in dem Paulus erklärt, wie wichtig es ist, dass wir zu mündigen Christen werden, betont er auch die Liebe Gottes. Wir wollen die Wahrheit in Liebe leben. In Liebe wollen wir die Wahrheit, die der Heilige Geist uns aufzeigt, leben. Will ich die Wahrheit weitergeben, muss ich seine Liebe vorleben. Punkt. Und diese Liebe schlägt mit ihrer eigenen Meinung nicht einfach um sich. Sie ist geduldig, sie betet für andere, sie vergibt. Sie weint vielleicht vor Gott, sie schüttet ihr Herz bei ihm aus. Ich, Deborah, ich habe eine Meinung. Und weißt du was? Manchmal habe ich, Deborah, sogar eine Meinung, mit der ich zuerst ins Gebet gehe und den Heiligen Geist bitte, mir Klarheit zu schenken. Und dann merke ich, dass meine Antwort mit der Antwort des Vaters im Himmel gar nicht übereinstimmt. Und dann lasse ich los und lasse mich korrigieren. Lass dir vom Heiligen Geist reinreden, dann wirst du als mündiger Christ leben. Wir alle haben noch viel dazu zu lernen. Das Schöne ist, wir können heute damit anfangen. Danke, dass wir uns auf diesem Weg darüber austauschen können. Danke, dass du diese Liebe leben möchtest, denn dann sind wir schon zu zweit. Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen und du wirst mich verstehen, weil du es selbst erlebst. Ein Wunder für jeden Tag.